Zu einer Kurzintervention hat Kai Gehring. Jetzt mal richtig zuhören. Also Herr Lenzfeld, Sie haben mich jetzt doch noch mal gereizt, vielleicht den Antrag und die Initiative einzuordnen. Denn hier ist in der Debatte jetzt leider doch so einiges aus meiner Sicht durcheinander geraten. Also erstens ist das ja interessant, dass Sie sich sozusagen in der Unionsfraktion auch dann als einer der letzten verbliebenen Klimawandelskeptiker oder Kritiker irgendwie geoutet haben. Das ist bemerkenswert, weil sich die internationale Wissenschaftscommunity absolut einig ist und wir ja auch alle miteinander zufrieden sind, dass es bei der Weltklimakonferenz zu einem Abkommen gekommen ist. Ich merke aber bei den Redebeiträgen der Koalitionsfraktionsmitglieder doch, dass das so ein übliches Phänomen ist. Wenn man eigentlich einen Oppositionsantrag sehr gut findet, dann muss man irgendwelche Nebenkriegsschauplätze aufbauen, die mit dem eigentlichen Antrag gar nicht allzu viel zu tun haben. Frau Benning, FONA ist ein tolles Programm. Wir haben es als Grüne mit erfunden. Dieses FONA-Programm für Nachhaltigkeit ist selbstverständlich fortzusetzen, weiterzuentwickeln. Das ist ein Programm für mehr Nachhaltigkeit in der Forschung. Haken hinter. Bildung für nachhaltige Entwicklung hat Rot-Grün damals als Dekade beschlossen, auf den Weg gebracht. Das ist ein Bulman und grünes Projekt, Bildung für nachhaltige Entwicklung zu fördern. Auch d'accord, gar kein Dissens, hat mit dem Antrag aber eigentlich nichts zu tun. Sondern der Antrag geht um das Thema Klimaforschung und Klimafolgenforschung. Und deshalb möchte ich Ihnen noch mal erklären, wenn, ja, aber vielleicht haben Sie das auch nicht verstanden. Ein Forschungsrahmenprogramm ist seitens des BMBFs eine besondere Fördermöglichkeit, damit dieser Bereich in der Wissenschaft noch gestärkt werden kann. Denn Sie wissen ja, dass das Bundesministerium für Bildung und Forschung der größte Drittmittelgeber für Forschung in dieser Republik ist. Und wenn man sieht, dass da noch Erkenntnislücken sind und dieses Feld wichtig ist, dann macht man dazu zu der Klimafolgenforschung ein Forschungsrahmenprogramm, wo dann die Wissenschaft in ihrer völligen Wissenschaftsfreiheit uns helfen kann, Erkenntnislücken zu schließen. Und da hat Herr Röspel richtigerweise gesagt, dass wir die Erkenntniswünsche, die wir noch haben, siehe Klimakonsortium, ja, wir. Also mit Verlaub, ich bin hier die Präsidentin und er hat eine Möglichkeit, bis zu 3 Minuten eine Kurzintervention zu machen. Das ist schwierig, wenn Sie und das nicht selbstverständlich ertragen. Hat Dr. Lenzfeld die Möglichkeit, dann darauf maximal 3 Minuten zu antworten. Er hat genau 2 Minuten und 10 Sekunden bisher geredet. Und seien Sie sich ganz sicher, hoch, dass ich aufpasse. Es ist wichtig, dass wir Erkenntnislücken, die es in der Klimaforschung noch gibt und wo wir tiefer einsteigen müssen, dass uns die Klimaforschung hierzulande und weltweit mehr Erkenntnisse bringt. Wie sind die regionalen Auswirkungen? Was ist, wenn es in den Megacities ein paar Grad wärmer wird im Sommer? Wie reagieren dann die Menschen drauf? Welche Voraussetzungen, welche Notwendigkeiten gibt es da? Wie sind die sozialen Folgen und wie sind Anpassungsstrategien? Das ist Kern des Antrags. Das war Kern meiner Rede. Und da bitte ich darum, das zur Kenntnis zu nehmen. Und Sie haben mir keinen einzigen Grund geliefert, warum wir kein Forschungsrahmenprogramm für die Stärkung der Klimaforschung in Deutschland machen sollten. So, jetzt hat Dr. Lenz.